An einem Thema kommst du als Webdesigner nicht vorbei, das ist das schöne Thema Typografie. Ich habe dir hier heute mal ein Buch mitgebracht, das ist von Robert Bringhurst, das heißt The Elements of Typographic Style, ist ein wirklich sehr schön gestaltetes Buch von einem Fachmann, der jahrzehntelange Erfahrungen in diesem Buch zusammengefasst hat. Es ist relativ dick, es ist teuer, es ist aber sehr wertig mit $30. Ich glaube, ich habe das über Amazon gekauft. Ist das ein Buch, was ich immer wieder rauskrame? Und lass uns doch einfach mal in das Buch reinschauen. Das Buch ist erstmal sehr schön gestaltet, sollte man natürlich auch erwarten von einem Typografen, und erklärt euch viel Geschichte und so weiter und so fort und kommt dann aber auch zu den Prinzipien von einem großen Design. Es ist in Englisch, ich würde es euch empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutsch gibt, aber ich denke, ihr werdet das auch verstehen. Als Webdesigner kommt man an Englisch einfach auch nicht vorbei. Sehr schön ist zum Beispiel Rhythm and Proportion am Anfang. Hier habe ich das erste Mal richtig verstanden, was eigentlich EMs sind. EM ist der Bereich, den ein M im Alphabet einnimmt. Und das M wird dann sozusagen als relative Größe für alle anderen Buchstaben und Abstände und Absätze und so weiter genutzt. Und da habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, wie kommt denn diese Geschichte EM zusammen? Und das ist eben der Bereich von einem M. Es gibt auch EN, das sieht man dann hier, die werden dann kürzer und ein EN ist dann zum Beispiel die Hälfte von einem M. Sehr schön sind auch hier zum Beispiel die Skalen. Hier seht ihr dann, wie viele Buchstaben ihr eigentlich oder wie viele Zeichen ihr eigentlich in einer Reihe haben solltet, damit die sehr schön und sehr gut lesbar ist. Also sehr viele Informationen, die man auch immer wieder nachschlagen kann. Man kann das Buch auch als Inspirationsquelle nutzen, wenn man zum Beispiel mal wissen will, wie soll ich denn am besten eigentlich ein gut lesbares Inhaltsverzeichnis erstellen. Zu jedem dieser Thema, ob Blöcke, Paragraphen und so weiter, zu jedem dieser Thema hat Robert Bringhurst eine Antwort und ich finde, die Antworten sind sehr nachvollziehbar. Und der Mann, der hat einfach jahrzehntelange Erfahrung. Wenn ihr zum Beispiel, schauen wir mal, verschiedene Überschriften haben wollt, wie kann man die denn gestalten? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Man könnte zum Beispiel Ornamente nutzen und so weiter. Also Überschriften, jedes Thema wird eben hier in dem Buch abgegrast. Und ich kann es euch einfach nur empfehlen, The Elements of Typographic Style, super Buch, lohnt sich, ist ziemlich dick. Hat seinen Preis, aber wie gesagt, eins der besten Bücher, die ich über Typografie gelesen habe und die in meiner kleinen, aber feinen Sammlung sind.